Ja, lieber Fermin, ich denke, du bist hier nicht der Einzige, der kein perfektes Hochdeutsch spricht. Wahrscheinlich ist dein sogar noch besser. Ja. Fermin hat mir geschrieben, hat mich eingeladen zu dieser Veranstaltung. Und ich glaube, ich habe ihm dreimal gesagt, dass ich gar kein Architekt bin, aber er wollte nicht auf mich hören. Das hat mich dann ein bisschen umgetrieben und habe zuerst gedacht, ich tue meinen Vortrag vielleicht einfach umbenennen von Architects not Architecture in Engineer not Architect. Ja. Aber irgendwie habe ich mich dann mit dem Thema beschäftigt und es hat mich in so eine kleine Sinnkrise gestürzt. Und die Beschäftigung mit dem Thema war dann wie so eine Selbsttherapie und bin dann so ein bisschen zurückgegangen in meine Laufbahn und habe dann festgestellt, dass es irgendwie immer eine Ambivalenz gab zwischen Architektur und Ingenieurwesen und habe dann dieses Bild gefunden, habe dann gedacht, ich kann ja sagen, dass mir Bauen in die Wiege gelegt war. Aber wahrscheinlich findet jeder so ein Bild von sich, Steine von links nach rechts stapelt. Aber tatsächlich hat mich dann später Fischertechnik geprägt. Fermin hat mich gefragt oder hat mich gebeten, ich soll darüber sprechen, was mich geprägt hat. Und das war tatsächlich eine Zeit, wo ich vielleicht so 10, 12 Jahre alt war, wo ich dachte, wo irgendwie klar wurde, dass ich Ingenieur werden will. Und habe damals auch die Unterstützung gehabt von der Familie, von meinen Geschwistern, meine älteren Geschwister, ich war der Jüngste, die immer daran geglaubt haben, obwohl ich sagen muss, dass meine schulischen Leistungen nicht dafür gesprochen haben. Ganz im Gegenteil. Ich sage immer, ich bin das beste Vorbild für jeden schlechten Schüler. Muss nicht immer schlecht sein. Ja. So, und dann, aber auch damals schon haben wir uns immer wieder mit Architektur auseinandergesetzt. Mit einem Freund damals immer auch Wohngebiete mit dem Fahrrad abgefahren und uns überlegt, wieso das alles so schrecklich aussieht. Das hat uns so ein bisschen beschäftigt. Der Freund ist dann tatsächlich Architekt geworden. Aber ich habe ja schon gesagt, dass meine schulischen Leistungen nicht besonders waren. Die in Kunst, die waren noch schlechter. Und die einzigen Fächer, die eigentlich funktioniert haben, waren Physik und Mathematik. Weswegen ich dabei geblieben bin, dass ich Ingenieur studieren will. Bin dann nach Stuttgart gekommen. Hier kennt jeder aus Stuttgart. K1, K2. Ja. Ich war leider im K2. Links. Damals noch die Erstsemester unten in der Stadt gewesen. 800 Maschinenbauingenieure, 10 Frauen, 80% im karierten Hemd. Bisschen Klischees bedienen. Aber schlimmer waren die paar, die schon im Anzug kamen und mit einer Zeitschrift unterm Arm, Ingenieurskarriere. Im ersten Semester. Gab es tatsächlich. Und wir haben uns mit höherer Mathematik rumschlagen müssen, haben nichts verstanden, nichts. In dem ersten Semester, ich habe nicht gewusst, was ich da mache. Und dann haben wir immer die Architekten gesehen auf der anderen Seite. Hübsche, junge, gestylte, gut gelaunte Menschen, die da mit ihren Pappmodellen in das Haus rein und raus gelaufen sind. Ich muss sagen, da waren wir schon ein bisschen neidisch. Aber ich habe es durchgezogen und auch damals hat uns Bauen immer wieder verfolgt. Auch Wohnungsnot war damals schon ein Thema. Ich glaube, wir sind knapp 10-mal in unserer Studentenzeit umgezogen und jedes Mal mussten wir renovieren. Ich habe immer gesagt, wir haben halb Stuttgart renoviert in der Zeit. Und dann habe ich Wochenends immer auch mein Studium so ein bisschen verdient, indem ich beim Heizungsbauer, beim Ein-Mann-Büro gearbeitet habe. Und tatsächlich, sagen wir mal, das, was ich heute den Drittsemester Architekturstudenten vermittle, habe ich das meiste damals in der Zeit gelernt auf dem Bau bei meinem Heizungsbauer in Speichingen. Aber das war, mit was wir uns beschäftigt haben. So, was mir sicher war im Studium, ich will eigentlich nichts mit Gebäude zu tun haben. Gebäude, als Ingenieur fand man Gebäude irgendwie nicht so sexy. So ein bisschen lauwarme Luft von links nach rechts schieben. Das kann sie zeigen. Und dann habe ich aber bei Moni Schulz, die auch da ist, die auch bei Translight ist,
damals eine Studienarbeit gemacht und habe eine Routine geschrieben, wie man Schwimmwerte rechnen kann. Und ich hatte noch 6 Wochen Praktikum gebraucht und dann haben 3 Assistenten von dem Institut damals Transolar gegründet, Matthias, Peter und Thomas. Und habe dann mal Matthias angerufen und gesagt, Matthias, ich brauche eine 6 Woche Praktikum, braucht ihr gerade jemand? Und er meinte, ah, das ist super, dass du anrufst. Ich habe gerade mit Kaufmannteiligen einen Wettbewerb gewonnen für ein Schwimmbad. Und wir waren die Einzige, glaube ich, die damals ein Schwimmbad simulieren konnten. Heute würden wir uns fragen, muss man es überhaupt simulieren, aber wir konnten es. Ja. So, und so kam ich dann, Transolar hat gerade angefangen, so kam ich dann als erster Praktikant zu Transolar. Das war unser Büro. Heute wird man... Ja. Wir waren damals zu 5, wenn alle da waren, musste einer auf dem Boden sitzen. Ja. Heute wird man vom hippen Startup sprechen. Und ich habe dann festgestellt, dass das doch Gebäude interessanter ist, als ich mir das im Studium vorstellen konnte. Bin dann dabei geblieben, bin seither bei Transolar, bin nicht mehr Praktikant inzwischen. So, und dann die Frage, und hier nochmal ein Bild, das war dann schon 1 oder 2 Jahre später. Hier sieht man nochmal die 3 Gründer, Matthias, Thomas und Peter, die alle 3 noch im Unternehmen sind, sind fast alle noch dabei, die da stehen. Und die Firma hat sich dann ja auch ganz erfolgreich entwickelt. Die Frage war nochmal, was mich geprägt hat. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen in mich gegangen. Und ich glaube, was mich am meisten geprägt hat, sind 2 Orte. Das eine ist Stuttgart und das andere komme ich gleich nochmal drauf. Aber Stuttgart war damals schon sehr prägend für mich. Und dieses Umfeld von diesen großartigen Ingenieuren und Architekten in dieser Dichte und wie wir angefangen haben mit Transolar, wir haben wirklich geglaubt, wir tun die Welt neu erfinden. Und wir glauben es heute noch. Nicht alles, was wir damals gemacht haben, würde ich heute nur als die Rettung der Welt bezeichnen. Aber das wäre auch schlimm, wenn wir uns in 30 Jahren nicht weiterentwickelt hätten. Aber es war so ein Spirit, es war immer der Glaube, dass erstmal Architektur ein Versprechen ist für eine bessere Zukunft. Da haben wir fest dran geglaubt. Wir haben fest dran geglaubt, dass egal welche Aufgabe man uns gibt, jetzt sage ich nicht uns Transolar, sondern hier in Stuttgart reinschmeißt, wir kriegen das gelöst, egal welche Aufgabe. Das war schon dieser Spirit, der mich damals stark bewegt hat, dieses Umfeld. Und dann kam ich durch einen Zufall eigentlich nach Yale. Und da ging es schon wieder los mit dieser Architektur an die School of Architecture. Habe ich die Einladung gekriegt von einem bekannten von mir bekannten Ingenieur, der damals in Yale unterrichtet hat, Jim Exley, wunderbarer Ingenieur. Und Jim Exley, wir waren damals ja ein junges Unternehmen, er hat uns verfolgt, regelrecht. Und er hatte eine ganze Vorlesung gehalten, ohne dass wir das wussten, über Transolar-Projekte in Yale. Und deswegen hat er mich eingeladen, ob ich ein Semester unterrichten würde in Yale. Da sind dann 8 Jahre draus geworden am Schluss. Aber diese 8 Jahre, auch mit Stefan Behnisch dann zusammen später, aber diese 8 Jahre waren wahnsinnig prägend, auch im Umgang mit Architekten, im Umgang mit Architektur, auch ein Verständnis für Architektur zu kriegen. Das waren für mich wahrscheinlich die 2 prägendsten Orte in meinem Schaffen. So, aber dann war schon damals die Frage, wer bin ich eigentlich und was mache ich eigentlich? Weil wir haben immer das Problem zu erklären, was wir bei Transolar tun. War ich immer neidisch auf die Architekten, die sagen können, ich bin Architekt und jeder weiß, was man tut. Aber was machen wir? Wir planen keine Haustechnik, wir machen keine Bauphysik. Eigentlich machen wir alles so ein bisschen, aber nichts irgendwie immer dazwischen. Und ich konnte es noch nicht mal meiner Familie erklären. Also meine Frau natürlich schon. Die arbeitet ja auch bei Transolar, sie kennt das alles. Aber ansonsten... Die Kinder vor 15 Jahren, unsere Tochter war schwer sauer, dass ich das Bild mit reingenommen habe. Auf einen Anruf damals, ob ich da wäre, wo ich in Yale war, hat sie gemeint, nein, der macht Urlaub in Amerika. Und mein Sohn hat gemeint, nee, der Vater spielt den ganzen Tag am Computer. Noch schlimmer war unsere Schwiegermutter, oder meine Schwiegermutter, die auf eine Nachfrage gemeint hat, was ich mache. Irgendwas mit Solar. Ich glaube, der verkauft Solaranlage.
Ich glaube, sie fragt sich bis heute, wie man mit Solaranlage verkaufen Professor werden kann. Wir haben es dann auch nicht mehr aufgelöst. Ja, und da kam, so kam es dann. Dann kam München, der Ruf an die Uni. Und das war natürlich nochmal ganz anders als das Unterrichten in Yale oder den anderen Hochschulen, weil das war dann plötzlich halt ein ganz anderes Engagement, Vollzeit. Aber das Schöne ist, ja, wieder eine Architekturfakultät, das heißt inzwischen Department. Aber inzwischen darf ich mich dann auch mit Pappmodellen beschäftigen. Ich habe es geschafft. Und schönen Themen. Aber die Frage ist, habe ich dann gedacht, ja, vielleicht können wir mich ja Architekt nennen einfach. Es gibt ja viele, die sich einfach Architekt nennen, ohne Architektur studiert zu haben. Also Informatiker machen Computerarchitektur oder Softwarearchitektur. Und dann gibt es ja in der Geschichte schöne Beispiele, wie hier Egon Bahr, Architekt der Ostverträge. Oder Hans-Dietrich Genscher, Architekt der Einheit. Gedacht, vielleicht nenne ich mich einfach Architekt der nachhaltigen Transformation und Dekarbonisierung des Gebäudebestands mit Fokus auf Nachkriegsarchitektur. Naja, wird wahrscheinlich nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Aber die Frage schon, als ich jetzt letztes Jahr auch noch in den, als außerordentliches Mitglied in den BDA aufgenommen worden und jetzt die E-Mail von Fermin, diese Frage beschäftigt mich, sieht man mich inzwischen schon mehr als Architekt als Ingenieur. Und diese Frage habe ich dann gedacht, die kann ich doch mal ein paar Freunden stellen, weil mal gucken, was die sagen dazu. Und das waren natürlich alles Freunde, die mir alle schmeicheln wollten. Also nicht alles kann man, glaube ich, so für bare Münze nehmen. Aber hier Marcel Bilo von der TU Delft, hat gemeint, natürlich kein Architekt, aber verantwortlich für gute Architektur. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir verantwortlich sind für gute Architektur, aber wir versuchen beizutragen. Dann Christine Lemaitre von der DGMB hat gemeint, je nach Thema, einmal unkonventioneller Ingenieur, ein andermal datenaffiner Architekt. Also so auf die Art, er sucht sich das raus, was ihm gerade am besten passt. Dann Uli Knag von der TU Delft hat gemeint, Grenzgänger hat die Gabe, komplexe Dinge zu abstrahieren und dann intuitive Entscheidungen zu treffen, was Architekten ausmacht. Also er hat es dann schon auf die Methodik gesagt, wie treffen Architekte Entscheidungen. Und er hat gesagt, okay, das macht Thomas auch. Und dann hier Boris und Silja Schade-Bünso von Bauwelt und den Bundesstiftung Baukultur hatten gemeint, Thomas ist Baukultur pur, er überschreitet Grenzen und das ist gut. Also wie gesagt, ich habe gesagt, sie wollten mir schmeicheln. Und dann hier zwei Doktoranden von mir, zwei ganz smarte junge Menschen, Sebastian Kote und Bilge, die gemeint haben, you solve engineering problems with the tools of an architect. Architect question what problem to solve. Das fand ich dann interessant. Sie sind auch methodisch daran gegangen an die Frage und sie sagen, Architekte, wenn man einem Ingenieur eine Aufgabe gibt, dann löst er die. Wenn man einem Architekten eine Aufgabe gibt, fragt er erstmal, ob die Aufgabe richtig gestellt ist. Und dann kam von Matt Noblett vom Benisch in Boston der Satz, ob Architekt oder Ingenieur ist die falsche Frage. Also er hat es erstmal bestätigt, dass Architekten erstmal die Aufgabe hinterfragen. Aber auch er sagt, die Herausforderungen erfordern ein Umdenken und dann dieser Raum zwischen Architektur und Ingenieurwesen, dass der halt wichtig ist. Diese Interdisziplinarität, an die ich auch glaube, dass wir die brauchen. Stefan Benisch hat sich sehr viel Mühe gemacht, hätte mir dann geschrieben, es interessiert nicht, von wem welche Idee wann kam, genauso wenig sollte es interessieren, welche berufliche Nische wer angehört. Interessant ist nur das Ergebnis. Und da hat er sicherlich recht. Er hat mich dann noch in die Reihe gestellt mit Robert Müller von Bartenbach und Neil Thomas, was mich sehr ehrt und sagt, dass er mit diesen Ingenieuren manchmal, dass die manchmal mehr zu architektonisch sensiblen Ergebnis beitragen, als mancher Architekt, der sich berufen fühlt, die Welt zu ordnen. Hat Stefan gesagt, Otto und Stefan, würde ich mir nie erlauben. Und dann Andreas Hild und K., Kollege in München, hat gemeint, Abgrenzungen helfen uns wenig. Für ein gutes Ergebnis müssen wir über Disziplinen hinwegdenken. Also auch das würde, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es diese Interdisziplinarität braucht. Und dann Stefan Birk hat gemeint, was kommt über den Diplom-Ingenieur? Vielleicht noch der Papst. Da war ich mir dann wieder sicher, dass ich eigentlich gar nichts anderes sein will als ein Ingenieur.
und deswegen Ingenieur, aber egal, eigentlich zählt nur das Ergebnis. Vielen Dank. Es sind viele mögliche Fragen und wir sind, wie gesagt, heute sehr froh, dass wir diese Kombination haben. Einige werden als Fragen für die Diskussionsrunde mitgetragen. Eine, die ich finde das sehr kurios und interessant, weil du bist seit so vielen Jahrzehnten mit Nachhaltigkeit involviert und engagiert. Und ich frage mich, wenn jemand, der sich die ganze Zeit damit beschäftigt, wie ist man in dem privaten Umfeld mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, es ist schwer auch durchzuziehen natürlich. Und wieso sollte man, keine Ahnung, immer mit dem Zug unterwegs sein und andere also dürfen fliegen? Keine Ahnung, wie ist deine Einschätzung zum privaten Umfeld zur Nachhaltigkeit? Also ich meine, eigentlich hat jeder seine blinden Flecken, sage ich jetzt mal. Also ich fahre sehr viel mit dem Zug, ich habe auch eine Bahncard 100, also tatsächlich ist Zug das Fortbewegungsmittel Nummer 1. Aber natürlich leben wir in einer zu großen Wohnung und natürlich fliegen wir auch mal in Urlaub. Und ich glaube, mit dieser Ambivalenz leben wir ja alle. Und was hat mal einer gesagt? Kein Wegweiser geht den Weg selber. Also von dem her. Ich habe nur zitiert. Wie ist das? Ich habe das nicht verstanden. Kannst du das wieder wiederholen? Also, ich muss ehrlich sein. Ein Wegweiser, weißt du, ja. Straße, der ja. Wegweiser. Ja. Der Wegweiser geht ja den Weg auch nicht. Er weist nur den Weg. Also so ist so die Ausrede. Das stimmt. Ja. Sagen wir mal jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, ganz ernst. Dieses Thema, wir machen viele internationale Projekte und natürlich müssen wir auch hinfliegen und natürlich habe ich einen Fußabdruck mir gesammelt über die Jahre, den ich nie wieder gut machen kann. Und natürlich ist das eine Diskussion, die wir haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wert ist mit dem Ergebnis. Also dass glaube ich, dass ein kultureller Austausch extrem wichtig ist für die Welt. Du hattest tatsächlich in den Vorgesprächen, die wir hatten ja kurz darüber gesprochen, die meinte, zum Beispiel finde ich ganz wichtig, dass Studenten, junge Menschen reisen, fliegen, die Welt erkunden. Ja. Also wenn dann zumindest also bestimmte. Und ich will was kurz erwähnen. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass für den Super Bowl 1000 private Jets geflogen sind nach Arizona. Das ist. Was, wenn nicht alle mitziehen, welchen. Also die kann man abschaffen, aber sagen wir mal. Aber in der Tat glaube ich, dass wir wollen doch keine Jugend, die sich nicht mehr austauscht mit der Welt, die nichts mehr sieht außer ihre eigene Stadt. Das wäre doch das Schlimmste, was uns passieren kann. Also von dem her, glaube ich, müssen wir an der Stelle, ich glaube, dass Dogmen uns nie weiterhelfen. Ich glaube, man muss das dann immer schon sehen, was die Frage ist, muss man mit dem Privatjet zum Super Bowl fliegen? Natürlich. Ja, ich weiß. Also unglaublich, es ist natürlich eine. Es ist immer die Frage der Angemessenheit, oder? Wie bitte? Immer eine Frage der Angemessenheit. Ja, das unbedingt. Es ist interessant, dass du erwähnst das Thema Welt und Länder und die Kulturen, weil ihr auch sehr viele internationale Projekte macht. Du hast das Projekt in Winnipeg, ihr habt auch Projekte in Afrika gemacht, in Asien. Wo findest du, dass deine Einschätze noch mehr Sinn machen? Ich meine, manchmal fühlt es sich an, als wäre Thema Nachhaltigkeit ein Problem von der ersten Welt. Als mehr, als wenn man es nicht es wirklich nötig hat zu überlegen, hat man nicht Zeit zu denken, was kann man nachhaltiger machen. Wie hast du dich unterwegs dann gefühlt so in anderen Ländern? Also das ist schon so. Sagen wir mal, es ist für uns, glaube ich, wahnsinnig schwierig, in Ländern zu arbeiten, wo wir keinen kulturellen Hintergrund haben, wo wir das auch. Also sagen wir mal, alles, wenn wir jetzt in Ländern arbeiten, wie irgendwo in Afrika oder in Indien, dann sind unsere Lösungen einfach von vornherein zu kompliziert. Ich glaube, dass wir von dort viel mehr lernen können, als wir da unten beitragen können. Aber sagen wir haben ja mal versucht, so dieser International Style, der sich international durchgesetzt hat, der keinen Bezug mehr hat zum Ort, der keinen Bezug mehr hat zum Klima, zum Material, was vor Ort verfügbar ist. Wir haben ja mal versucht,
da ein Gegenmodell zu schaffen. Ist die Frage, ob dieses Gegenmodell richtig war. Aber das war immer unser Ansinnen, unser Ansatz, dass wir sagen, wir brauchen ein anderes Modell, weg davon, dass Shanghai gleich aussieht wie Dubai, gleich aussieht wie New York. Mhm. Wir brauchen wieder eine andere Architektur, die darauf reagiert. Und ich glaube, dass wir da einen kleinen Beitrag leisten konnten. Ja. Und als Ingenieur, wie fühlt man sich, wenn man Bilder sieht von der Türkei und Syrien? Das muss jetzt vielleicht noch schlimmer, also es ist ein sehr schlimmes Thema. Aber das ist ein Thema, wo es schon Sachen zu vermeiden. Fühlt man sich als Ingenieur noch betroffener? Ich weiß es nicht, ob man sich noch betroffener fühlt, aber es ist schon grausam einfach, gell? Vor allem, wenn man halt weiß, was man vermeiden kann. Ich bin kein Tragwerksingenieur. Ich glaube, die Tragwerksingenieure können jetzt an der Stelle viel mehr zu dem Thema sagen. Mhm. Aber ich denke, dass vieles vermeidbar gewesen wäre und dann ist es halt sehr tragisch. Und wenn du, vielleicht noch nicht so, solche Fälle von so tragisch, aber wenn du siehst Projekte, wo man denkt, schade, aber ich meine jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo man ein wichtiges Projekt macht und man denkt, ist ein großes Baufeld, viele große Investitionen, aber ist nachhaltig oder irgendwie Effizienz nicht das Optimalste. Nimmst du solche Sachen irgendwie mit und du denkst, ach, ich war nicht involviert, ist mir egal. Nee, man sieht immer die verpasste Chance. Leider sieht man das zu häufig, die verpasste Chance, die da drin war. Und klar, das treibt einem schon um. Es bereitet mir jetzt inzwischen keine körperliche Schmerzen mehr. Ich glaube, früher waren wir da noch ein bisschen ambitionierter. Aber es ist einfach schade, weil man sieht, dass was für Möglichkeiten da gewesen wären. Und wie gesagt, wenn es gebaut ist, ist es gebaut. Und dann steht es erst mal 50 Jahre oder wie lange auch immer. Und man hat dann eine Riesenchance verpasst. Das stimmt. Bist du, vielleicht als letzte Frage, für die Zukunft optimistisch oder bist du pessimistisch und sagst, ich will das nicht laut sagen, aber wir sind am Arsch. Also, lauf! Rennt. Ja. Nein, ich bin immer optimistisch. Weil, sagen wir mal, es gibt viele Gründe, optimistisch zu sein. Also es passiert wahnsinnig viel. Wir haben natürlich so eine Mentalität, dass wir, und es ist, also sagen wir mal, nochmal, die Situation ist schon schwierig. Mhm. Also der Klimawandel ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, internationale Herausforderung, vor der wir jemals standen. Und Zeit ist unser größtes Problem, die läuft uns davon. Aber es passiert auch wahnsinnig viel. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Milliarden in Solaranlagen weltweit geflossen sind. Also diese Transformation, die findet schon statt. Es findet Aufforstung statt in Afrika. Wir haben natürlich auch so eine Mentalität, dass auch in der Presse wir immer nur schlechte Nachrichten kriegen. Man nie berichtet von dem, was passiert. Und ich glaube, wir brauchen einfach noch Zeit, aber man sieht schon eine Trendwende, man sieht, dass was passiert. Und von dem her, und dann vor allem auch, wenn man auch die junge Generation sieht, die einfach viel weiter ist schon. Also wenn ich so die Mitarbeiter und die Studierenden sehe an der TU München, also in welcher Konsequenz die vegan sind, kein Auto mehr haben und so weiter. Also da kommt jetzt schon ein Bewusstsein einfach in die Gesellschaft und ich glaube auch, dass Fridays for Future ganz viel bewegt hat. Wir sehen auch in unseren Projekten eine ganz andere Ernsthaftigkeit wie noch vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren war es mehr so in ganz vielen Projekten, wir brauchen eine schöne Geschichte. Aber jetzt weiß jeder, eine schöne Geschichte reicht nicht mehr. Es muss ernst sein und das spürt man schon. Also ich glaube schon, dass, und von dem her bin ich optimistisch. Diesen Optimismus will ich gerne mitnehmen, das alle mitnehmen. Thomas, vielen Dank für den schönen Vortrag. Es hat riesen Spaß gemacht und wir freuen uns auf die Diskussionsrunde später. Danke. Vielen Dank.